Wir hatten über das Megaprojekt NEOM in Saudi-Arabien gesprochen. Ein gigantisches, vielleicht weltveränderndes Projekt des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Geplant ist eine neue futuristische Stadt im Nordwesten des Landes beim Golf von Akaba an der Küste des Roten Meeres mit unfassbarem Ausmaß. 500 Milliarden Dollar soll das Projekt kosten. 26.000 Quadratkilometer groß. Zur besseren Vorstellung, etwa 33 Mal so groß wie New York. Eine isoliert funktionierende Welt mit den besten Unternehmen und Menschen, hochentwickelter künstlicher Intelligenz, die alles erledigen, Flugtaxis, die alles nach Hause liefern, einem selbst geregelten Wetter, einem künstlichen Mond sowie eigenen Gesetzen und Steuern. Dass es quasi als neues Land gesehen wird, sieht man vor allem daran, dass im Gegensatz zum Rest des Landes in NEOM Alkoholkonsum erlaubt ist und Frauen müssen sich nicht verschleiern. So revolutionär es sich auch alles anhört, sind einige immer noch der Meinung, dass das Projekt aufgrund der wenigen Investoren scheitern könnte. So gab es mal ein ähnliches Projekt, das im Sande verlief. Doch was, wenn es nicht scheitert und ein solches Ausmaß erreicht wird? Das Ziel wird angestrebt und man sucht weiterhin Investoren. Es bringt einen ins Grübeln, ist verrückt, aber ernst gemeint. Dies sieht man in Anbetracht aktueller Gegebenheiten, um die es in diesem Video geht. The Line. The Line ist ein bahnbrechendes Herzstück von NEOM, von dem die Arbeiten begonnen haben. 20.000 Anwohner werden, wenn nötig gewaltsam, umgesiedelt. Es erinnert an einen Science-Fiction-Film und soll jede Lebensweise von heute übertreffen. Eine Revolution des zivilisierten Lebens, eine 170 Kilometer lange, 200 Meter breite und 500 Meter hohe Stadt. Eine Linienstadt. Drohnenaufnahmen bestätigen, dass die Bauarbeiten angefangen haben. Die auch benutzte Bezeichnung Mirror Line hat einen ganz bestimmten Grund. Die Stadt soll mit Spiegelwänden aus Glas umkleidet werden. Bis 2045 soll es fertig werden und 9 Millionen Menschen beheimaten. Eine Hochgeschwindigkeits-U-Bahn soll emissionsfrei für interne Strecken dienen. Von einem Ende zum anderen soll man nur 20 Minuten brauchen. Doch das wird gar nicht nötig sein, denn wer eine gute geografische Vorstellungskraft besitzt, sollte festgestellt haben, dass bei diesen Maßen für 9 Millionen Menschen die Stadt sehr komprimiert sein muss. Alle wichtigen Dinge wie Einzelhandel oder Freizeitbereiche sollen übereinander geschichtet sein und nur in 5 Minuten Fußweg erreicht werden. Wir sprechen von 500 Metern Höhe. Die Wände werden also höher sein als das Empire State Building oder dem Eiffelturm. Man möchte also die enorme Höhe ausnutzen und ein Leben ganz neuer Art ermöglichen. Dieser interessante futuristische Schritt in der Infrastruktur wird wohl früher oder später kommen müssen, wenn die Weltbevölkerung so konsequent ansteigt. Stellt euch vor, das Fitnessstudio ist nicht ein paar Kilometer von euch entfernt, sondern einfach in 200 Metern Höhe, irgendwo über euch. Das Fußballstadion in 300 Metern Höhe. Wer lebt in den unteren Ebenen und wer in den höheren? Die Idee einer linearen Stadt gab es schon im Jahre 1882 vom Stadtplaner Arturo Soria Mata. Er entwickelte ein Modell einer Bahnstadt mit einer Straßenbahn in der Mitte. Eine richtige Umsetzung wie in der Dimension von The Line gab es nicht. Wenn man Beispiele für eine Linienstadt nennen müsste, wäre es wahrscheinlich die Stadt Brasilia in Brasilien oder Shenzhen in China. Darüber hinaus gibt es gewachsene Bahnstädte, die durch natürliche Gegebenheiten mehr oder weniger zufällig die Qualitäten einer Bahnstadt aufweisen. Ein Beispiel ist die Stadt Wuppertal, da dort die Verkehrsführung an den Talverlauf konzentriert ist. Eine weitere Besonderheit an The Line wird sein, 100% erneuerbare Energien und Wasservorräte sollen die Stadt am Leben halten. Die Stadt ist mit der Umwelt komplett im Reinen und ist wahnsinnig nachhaltig. Hier soll es keine Autos geben.
Die veröffentlichten Videos geben das Gefühl von einem großen Schritt in die Richtung einer gesunden Zukunft. In The Line wird alles autark funktionieren. Niemand muss das Konstrukt verlassen, wie in einer eigenen Welt. Blühende Landschaften und Wasserfälle wird es geben. Dennoch werden die Bewohner zu der Natur außerhalb uneingeschränkten Zugang haben. Denn für die, die es zwischendurch auch vergessen haben, das alles findet mitten in der Wüste statt. Wozu der Mensch mittlerweile fähig ist. Doch ist er dazu fähig? Noch einmal zur Wiederholung. Die Bauarbeiten haben angefangen. Das Projekt ist ernst gemeint. Hunderte Lastwagen und Bagger haben mit den Arbeiten scheinbar angefangen. Auch wenn in den Drohnenaufnahmen kaum mehr als hin und her bewegende Fahrzeuge zu sehen sind, ist die Grundstruktur langsam erkennbar. Stellt euch diese künstliche Welt vor. Wird The Line wirklich so werden wie in den Videos? Das kommt ganz darauf an, wie viele Investoren diesem Projekt trauen. Die benötigten Rohstoffe, beispielsweise die Menge an Stahl und Glas, ist gigantisch. Nicht jeder wird es sich leisten können, in The Line zu leben. Die gesellschaftliche Trennung könnte verschärft werden. Wieder ein Schritt weiter weg von der Gleichverteilung der Güter? Wie werden diese Menschen langfristig mitten in der Wüste versorgt? Der enorm aufwendige Aufbau und die Versorgung wird die momentane Krise nicht verbessern, da sind sich viele einig. Es werden so viel Geld und knapp werdende Ressourcen ausgegeben, um einen Ort zu erbauen, von dem alle träumen sollen. Die Frage, ob das wirklich so ein schöner Ort wird, hängt davon ab, wie gut man es vermarktet und ob sich ein Trend entwickelt. Das Leben in Dubai ist in den letzten Jahren für viele ein Erfolgsziel geworden. Wenn alles so kommt wie geplant, wird The Line Dubai alt aussehen lassen. Auch wenn es für manche wie ein Gefängnis klingen mag. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen immer noch keine VPN haben, obwohl sie so viel im Internet tun. Deswegen freut es mich, den heutigen Videosponsor CyberGhost VPN vorzustellen. Mit über 38 Millionen Nutzern weltweit ist CyberGhost VPN ein führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie und meine persönliche Wahl, wenn es um VPNs geht. Es ist fast schon ein Muss für das digitale Leben. Die Software verbirgt nämlich deine IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung. Auf diese Weise kannst du sicher und privat online bleiben. Darüber hinaus bietet es auch einige Unterhaltungsvorteile. CyberGhost VPN ist mit über 35 Streaming-Plattformen kompatibel, sodass du das Beste aus deinen Abonnements machen und mehr Inhalte als je zuvor ansehen kannst. Mehr als 9000 VPN-Server stehen dir in 91 Ländern zur Verfügung und du kannst dich mit nur einem Klick verbinden. Es ist sehr benutzerfreundlich und für alle Geräte verfügbar, von Laptops über Tablets und Router bis hin zu Smart-TV und Spielekonsolen. Ein Abonnement kann 7 dieser Geräte gleichzeitig schützen. Wenn du alle Vorteile von CyberGhost VPN haben willst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Abonnement, da ich nun einen Rabatt von 83% für euch parat habe. Das sind nur 2,03 € im Monat und du erhältst 4 Monate gratis. Gehe dazu einfach auf den Link in der Videobeschreibung und nutze das Angebot. Denn es gibt außerdem noch 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und 24 Stunden Zugang zum Kundensupport. Das ist ein sehr gutes Angebot. So ein gigantisches Bauwerk hat natürlich Auswirkungen auf Menschen und Tiere. Vielen Tieren wird der Lebensraum genommen, ebenso Menschen, die dort leben. Eine Aktivistin und Angehörige des Stammes, das umgesiedelt werden musste, sagte dem britischen Guardian: "Neom wird auf unserem Blut, auf unseren Knochen gebaut." Bei einem weiteren Fall wurde ein Aktivist erschossen und wird in den sozialen Netzwerken als Märtyrer von Neom angesehen. Auf Twitter hatte er geschrieben, dass er sein Haus nicht verlassen wolle. Als er eines Tages auf seinem Dach die Umgebung filmte, sah er Polizisten. Seine letzten Worte waren: "Seht ihr, sie kommen, mich zu holen." Kurz darauf fielen Schüsse und er starb auf der Stelle. Laut der saudi-arabischen Presseagentur hatte er das Feuer eröffnet, Molotow-Cocktails geworfen und sich der Verhaftung widersetzt. Kritische Stimmen wie Jamal Khashoggi sagten sogar, dass Neom das Land in den Bankrott treiben könnte, wenn das Projekt scheitert. Jamal Khashoggi, oder auch Jamal Khashoggi genannt, ist oft kritisch gegenüber Mohammed bin Salman gewesen. 2018 besuchte er das saudische Konsulat in Istanbul, um seine türkische Verlobte heiraten zu können. Er kommt aus dem Konsulat nicht mehr raus.
Er verschwindet spurlos. Die türkische Kriminalpolizei fand heraus, dass der Geheimdienst des Kronprinzen Mohammed bin Salman ihn dort ermordet, zerstückelt und in Koffern rausgeschafft hat. Wie dem auch sei, auch die ersten Bauarbeiten rund um das komplette Land Neom haben längst angefangen. Hotelanlagen, luxuriöse Apartments, der Flughafen Neom Bay Airport und, wozu man kaum etwas hört, ein gigantischer Park mit mehreren Palästen für die Königsfamilie. Doch eine Frage geht einem nicht aus dem Kopf. Was hat das Projekt Neom wirklich für eine Bedeutung? Ist es nur eine Art, vom Ölgeschäft auszusteigen, wie oft behauptet wird, oder ist das nur eine oberflächliche Betrachtung? Die tiefere Betrachtung erzeugt für einige folgende Theorie. Der Ort hat eine kuriose Eigenschaft. Wahrscheinlich liegt dort der Mosesberg. Denn laut einigen Experten liegt der Mosesberg nicht wie allgemein angenommen in der Wüste Sinai, sondern in Saudi-Arabien, nahe der Grenze zu Jordanien, am Berg Jabal al-Laws, also genau dort, wo nun die Roboterstadt Neom aufgebaut wird. An diesem Berg hatte Moses die 10 Gebote erhalten. Wenn der Jabal al-Laws wirklich der Mosesberg ist, dann liegt er ziemlich im Zentrum von Neom. Nun ist die Befürchtung, dass dieser heilige Ort mit seinen historischen und archäologischen Beweisen zerstört werden und Ausgrabungen nicht möglich sein könnten. Doch möchte man diese Dinge überhaupt zerstören? Was passiert denn, wenn unter Neom wichtige Informationen begraben liegen? Dann stellt sich noch einmal die Frage, wem dieser Ort in Zukunft im Hinblick auf die Investoren gehören wird. Soweit wir auch in die Zukunft schauen. Vielleicht stimmt es, wie man es so schön sagt, dass die Vergangenheit uns nie ganz loslässt. Die verfolgten Interessen, die solche gigantischen Projekte antreiben, werden vielleicht verborgen bleiben. Die Gier nach einem immer futuristischeren Land könnte Visionären zum Verhängnis werden. Dennoch werden wir wohl ab diesem Zeitpunkt, ob wir es wollen oder nicht, nie mehr von ihren Visionen, die unser Leben verändern, bewahrt bleiben. Noch einmal vielen Dank an den heutigen Videosponsor CyberGhost VPN. Klicke auf den Link in der Videobeschreibung und sichere dir heute noch den Rabatt von 83%.